Zuschauer aufs herzlichste Willkommen heißen. Bevor es aber wirklich losgeht, müssen wir nur noch auf die Formalitäten vorbeikommen. Und raus auf die Seite. Und da ist die Hereingabe. Gut ist zur Stelle und entschärft die Situation. Da treibt er den Ball weit vor. Der Ball wird direkt nach vorne gespielt. Nutzen. Simone Zaza. Und sie bekommen hier den Freistoß. Was ist denn mit ihm los? Er hat eben schon Glück gehabt. Also wenn er jetzt nicht aufpasst, dann fährt er mit der Straßenbahn nach Hause. Ich denke, der Schiedsrichter hat ihm deutlich gesagt, Junge. So kommt der Ball nicht durch und es gibt nur Ecke. Wie der sich hochschraubt. Tor für den FC. Und sie nutzen sie aus. Neuer Spielstand 1:0. Sie sind in Führung gegangen, aber sie dürfen jetzt nach... Lajic hat alles getan, um noch an den Ball ranzukommen. Nur verarbeiten konnte er ihn nicht. Die Schussgelegenheit. Lajic. Lajic in einer für ihn ganz undankbaren Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Daraus was zu machen, das ist schwierig. Vor allem, wenn die Verteidiger so gut aufpassen. Jetzt der Abschluss. Gut gehalten vom Ball vors Tor. Der Ball kommt in den Strafraum, findet aber keinen Abnehmer. Ab in Richtung Tor. Das war gar einfach zu schlecht. Varela. Er steckt ihn durch. Schon läuft der Gegenangriff. Zaza ist durch und hat nur noch den Schlussmann vor sich. Fuchs. Weiter Ball nach vorne. Bardet. Ja, schön gehalten. Ich kann mir gut vorstellen, da hatten die Fans die Arme schon oben, weil sie den Ball im Tor gesehen haben. Aber nicht mit diesem Torhüter. Stark angesetzt zum Kopfball. Varela. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Nutze die Chance. Er schlägt ihn nach vorne. Und rüber auf den Flügel. Der Ball kommt. Er wehrt den Ball ab, aber er hält ihn. Ab in die Spitze. Durch die Abwehr. Und der finale Pass. Er hält drauf. Das kann richtig teuer werden. Der Dank geht an den Mann zwischen den Pfosten. Der hält die Führung fest. Versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Schlauer Pass. Zaza! Zu unkontrolliert. Da kriegt er den Ball. Jetzt ist er drin!